Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute gibt es mal eine kleine Deko-Sache und zwar bauen wir uns ein Trampolin, was du dir einfach hinten in deinen Garten zum Spielen platzieren kannst. Und wie man das natürlich sich ganz einfach basteln kann, zeige ich dir heute. So ein schönes Trampolin brauchen wir gar nicht mal allzu viele Sachen. Kommen wir erstmal zur Farbe des Trampolins. Meins wird blau werden, daher nehme ich jetzt einfach mal blauen Beton. Das Trampolin funktioniert natürlich mit Schleimblöcken, denn holen wir uns natürlich noch ein bisschen Teppich raus. Meine Empfehlung, schwarzer Teppich. Ein paar Ketten sind dabei. Jetzt brauchen wir nochmal die gleiche Farbe, wie du angefangen hast, dir dein Trampolin zu bauen. Bei mir ist es dann nochmal blauer Teppich. Dann holen wir uns am besten noch ein paar Leitern raus und Steinziegelmauern. Zuallererst wollen wir natürlich uns einen Kreis basteln, denn unser Trampolin ist rund. Wir beginnen einfach mal mit drei Blöcken. An der Seite machen wir einfach nur einen einzelnen Block und das ist dann schon unser Kreis. Das heißt an der Seite drei und dann halt in der Ecke nur einen einzelnen Block. Sobald wir unseren Kreis dann fertig gezogen haben, können wir jetzt in der Mitte hier schon mal einmal unsere Schleimblöcke platzieren. Auf deinen Schleimblöcken platzierst du nun deinen schwarzen Teppich. Anschließend nimmst du jetzt deine Ketten und platzierst komplett auf den äußeren Rand, die noch einmal ringsrum. Unsere Ketten wollen wir dann natürlich noch gleich einmal erhöhen, das heißt wir machen hier insgesamt zwei Stück jeweils hin. Auf den Ketten platzierst du nun nochmal unseren blauen Teppich. Anschließend darfst du natürlich noch entscheiden, wo möchtest du dein Trampolin betreten. Dann machst du einfach auf einer Dreierfläche hier an der Seite einfach mal einmal ein bisschen was weg, setzt dafür dann hier einfach mal eine Leiter hin und kommst natürlich dann hier ins Trampolin. Ich habe mir noch mal kurz was rausgeholt und zwar konstruktionsleere Blöcke. Und zwar sind das natürlich unsichtbare Blöcke, die, sag ich mal, ja, durchgehbar sind. Und zwar möchte ich mir gerne jetzt hier, wo wir natürlich hochkommen, noch mal einmal Teppich platzieren. Das kannst du einmal entweder mit so einem Block machen oder, wenn du darauf keinen Zugriff hast, nimmst du einfach ein bisschen Faden und kannst den auch hier einmal hinsetzen, um darauf dir nochmal den Teppich zu machen. Beides funktioniert, beides ist kaum zu sehen. Wir können natürlich unser Trampolin nicht einfach so schweben lassen. Jetzt nehmen wir nochmal Mauern raus und platzieren die jetzt hier einfach mal, würde ich mal sagen, an den Seiten bei unseren Dreier. Jeweils hier unter noch einmal. Unser Trampolin ist fertig. Worauf wartest du denn noch? Gleich einmal rauf, ausprobieren, wie hoch du springen kannst. Sonst vergiss natürlich nicht, oben in die Infobox noch zu schauen, da gibt es noch weitere tolle Videos. Oder abonniere den Kanal, dann verpasst du in Zukunft gar nichts mehr. Dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.